Er ist da. Er ist da. Ja. Wow. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Fabian. Happy Birthday to you. Großer Applaus. Dankeschön. Ich hatte so ein süßes Geburtstagsempfangskomitee. Es war herzens, es war eine ganz tolle Atmosphäre. Ich habe auch Nico mal vorkommen. Ja, gerne. Der liebe Nico hat mir nämlich gestern diesen Pfannkuchen übergeben wollen. Schauen wir mal, ob er heute auch noch taugt. Ja, ich hoffe. Schauen wir mal. Dankeschön. Gerne. Ich finde es schon richtig süß, dass Nico mir einen Kuchen gepackt hat. Ich habe früher das in der Schule bekommen, ab und zu von Mädels. Und es hat mich so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Deine kleine Geburtstag. Cute. Ja, Leute, jetzt machen wir ein bisschen Stimmung hier, ein bisschen Party oder was. Zack, 1, 2, 3, gute Laune. Wir haben alle auf unseren Moment gewartet, mit ihm zu sprechen. Wir wissen ganz genau, dass wenn man sich den jetzt nicht schnappt, dann ist gleich eine Schlange von Männern schon angemeldet, wer wann mit ihm sprechen darf und wer weiß, ob man dann überhaupt noch die Gelegenheit dazu hat oder nicht. Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bouncing master. Ja, können wir gerne machen. What you gonna do? I could hear profession forget. Used to keep it cool. Ich glaube, jeder stürzt sich auf ihn. Wirklich, ich glaube, die Leute warten schon wie bei so einem Sprint in so Startpositionen am Boden. So zack, 3, 2, 1. Dankeschön. Na? Heute ist tatsächlich wahrscheinlich so dieses Haifischbecken eröffnet. Marcel, wieso ist Nico mit ihm am Reden? Weil Nico hier stand und meinte Nico zu ihm, so lass mal, wollen wir mal noch miteinander schnacken, mal rübergehen. Und darauf hat sich dann Fabian eingelassen und jetzt sind die da am Reden. Ja, aber der hatte doch gestern ein Date. Du, ich bin genauso überrascht wie du. Also ich muss ja auch sagen, so, natürlich will man halt irgendwie hier nochmal so grabben, gerade auch so als Investition für die nächste Tage. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Also ich freue mich heute, den Geburtstag mit dir zu feiern. Ja, danke schön. Deswegen dachte ich mir, eventuell habe ich noch eine Kleinigkeit für dich, die du in meiner Hose gerne auspacken kannst. Soll ich dir in die Hose greifen? Mhm. Ich dachte mir tatsächlich, für den Fall, dass dir die Krawatten ausgehen sollten. Ach so, okay, das ist eine Krawatte, die du mir schenkst, oder? Dass du Gott, ich dachte gerade, du gibst deine Krawatte zurück. Ich dachte mir halt einfach so, ich pack die ein, ja. Für den Fall, dass man mich hier flasht und ja. Vielen Dank. Gerne. Sehr süß, dankeschön. Ich glaube, das war gut geplaced und also so, ich hoffe jetzt mal, dass es ja, dass es heute dann eben auch noch dazu kommt, dass ich mein Krawettchen behalten darf. Kreativ, aber ich hätte es ehrlich gesagt auch gern überreicht bekommen. Und wie fühlst du dich so? Wie geht es dir in der Zeit hier so? Ja, es ist ja auch nicht schlecht, mal zu sehen, irgendwie, wie man sich verhalten würde, wenn man jetzt... Hallo, ich wollte dich nicht stören. Fabi, hast du nachher ganz kurz Zeit zum Schnacken? Ja. Super, ich würde mich freuen. Das war schon gut. Gut, du kannst auch in der Nähe bleiben. Also dann ja? Ja, okay, ja, cool, dann laufe ich ja nicht weg. Okay. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich mit Fabian spreche, weil ich sonst auf der Abschlussliste stehe. Da dieser Catch-up-Moment, den bereits alle in der Villa hatten mit ihm, ich noch nicht hatte. Jetzt überlasse ich dich mal den Hyänen da.